Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute mein Aufgebraucht-Video endlich. Es ist wirklich viel geworden. Ich glaube 3 Monate. Ich kam nicht dazu und ja, und ich sammle sowieso mal ein bisschen, weil alleine benutzt man ja eigentlich nicht so viel. Ja, auf jeden Fall ja, das Aufgebraucht-Video und ich werde den Gewinner von der Verlosung bekannt geben. Ja, wir fangen erstmal an mit dem Aufgebraucht und zwar erstmal unspektakuläre Sachen. Ja, 300 Wattepads. Ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe. Ich glaube aus Teddy oder so. Die waren jetzt okay, also haben ihren Zweck erfüllt. Fand ich gut. Dann habe ich Micellen Augen-Make-up-Pads, also Augen-Make-up-Entferner-Pads von Balea. Die hatte ich damals in einem Paket, die waren in Ordnung, aber es war ölhaltig und das mag ich nicht so, wenn das komplett ölig ist. Ja, aber es war okay, aber kaufen müsste ich mir das nicht extra, weil ich nehme dazu ja Micellenwasser oder Augen-Make-up-Entferner. Ja. Dann 2x Wattepads, einmal von Biocora. Ich weiß nicht, wo die her, die waren. Waren in Ordnung und einmal von Ebelin war auch in Ordnung. Dann einmal feuchtes Toilettenpapier wollte ich euch mal zeigen. Von Sanft und Sicher von DM war auch gut. Da bin ich sehr sparsam damit, also da brauche ich nicht viel. Und 2x ja, so eine Tücher. Auch in Ordnung, weiß nicht mehr, wo ich die her hatte. Einmal von Ebelin und einmal habe ich die, glaube ich, von McGuides. War in Ordnung, haben ihren Zweck erfüllt. Dann habe ich muss jetzt erstmal immer sortieren, eine Handcreme von Balea, Cozy Thailand, Kokosmilch und Lotus. War in Ordnung, der Duft war richtig gut, das hat richtig gut gerochen, also das war richtig gut. Dann Body Lotions, da habe ich zwei, vier, sechs Mal von Twiggle Moon, so eine kleine. Strawberry Cream war auch in Ordnung, der Duft war gut. Ja, das roch sehr gut. Ich möchte die ganz kleinen Pullen jetzt alle mal wegkriegen. Ich habe auch noch welche im Bad. War in Ordnung. Gerade wo noch nicht Winter ist, kann ich das auch nehmen. Dann einmal Satsuma Smile. Das ist mit Mandarine. Gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Ist nicht mein Geruch. Dann The Raspberry Kiss. Das habe ich auch als ja, Duschgel schon mal gehabt. Das finde ich gut. Ja, das riecht sehr gut. Dann von Twiggle Moon Sweet Apple Pie Hugs, fand ich sehr gut. Finde ich auch die Dusche gut. Ja, das riecht richtig gut. Dann von Twiggle Moon Litchi Sorbet, war auch top. Das hat richtig gut gerochen. Fand ich richtig gut. Das hat mir am besten gefallen. Und Sweet Blueberry Memories, ist auch nochmal alle gegangen. Dann Happy Melon Sorbet und das fand ich schrecklich. Also der Geruch, der war einfach nur zum Kotzen. Also für mich, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee, würde ich mir nicht nachholen. Dann von Balea eine Body Lotion mit Granatapfelduft. Cosmo Cat, die war auch gut. Der Geruch war gut, war super. Dann von The Body Shop Strawberry Body Püree. Die Konsistenz war gut. Es war auch sehr feuchtigkeitsspendend. Aber der Geruch war ätzend. Ich habe ja noch einiges von The Body Shop auch im Bad stehen. Und ich bin mit Body Shop nicht so zufrieden. Obwohl ich ja mal gerne eine Body Butter ausprobieren würde. Aber ich würde dort niemals einkaufen. Muss ich ehrlich zugeben? Nee, dafür ist mein Geld zu schade. Dann fangen wir an mit Duschen. Da habe ich
2, 4, 6 Mal von Sebamed, so eine kleine Wellness-Duschen leer gemacht. Ja, der Geruch war in Ordnung. Ja, der Geruch war gut. Es roch fast wie so ein Männer-Duschgel. Aber es war gut, hat mir gefallen. 6 Mal. Dann von Balea Pink Jelly Bomb. Das war gut. Also da fand ich den Geruch richtig gut. Aber man musste aufpassen, weil es ist sehr schnell von der Hand oder halt vom ja, Waschlappen oder so weggerutscht. Es war sehr flüssig. Also nicht flüssig, aber sehr, na, wie Wackelpudding in der Art. Aber es war gut. Es hat richtig gut gerochen. Es kommen jetzt viele Sommerprodukte, aber auch schon Herbstprodukte. Dann von Yves Rocher Maracuja. Das fand ich auch gut. Ich finde Yves Rocher sowieso sehr gut, was Duschen anbelangt. Creme habe ich von Yves Rocher noch gar nicht benutzt. Ja, das war richtig gut. Das hat so fruchtig gerochen. Das war echt top. Dann von Balea Cheers to Life Duschgel. Das war auch gut. Aber ich müsste es nicht nochmal haben. Der Duft war jetzt nicht so meins. Also kaufen würde ich es nicht. Wenn es in einem Paket mit drin ist, okay. Aber kaufen würde ich es nicht. Dann von Isana ein. Nee, das noch nicht. Dann von Yves Rocher nochmal. Pamplemousse Time. Das war auch gut. Also das hat sehr intensiv gerochen. Das ist gerade für den Sommer gut. Sehr zitrig und wirklich auch sehr erfrischend. Also das fand ich richtig gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das nochmal habe, aber ich glaube nicht. Aber das war richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Und manchmal haben die das auch im Angebot. Da kostet eine Dusche 1,50 oder irgendwie so. Ich hole mir das nur im Angebot. Dann auch wieder von Twinkle Moon Duschen, kleine Apple Pie Hacks. Ja, war auch gut. Ja, der Duft hat mir gefallen. Dann Sweet Blueberry Memories war auch gut. Ja, hat mir auch gefallen. Dann One Ginger Morning. Das war so Zitrone. Das war richtig gut. Hat mir gefallen. Und Eisbonbon, das war auch top. Also man hat wirklich gedacht, man reibt sich mit Eisbonbons ein. Das war top. Das war wirklich gut. Aber es ist eher für den Sommer was. Dann nochmal von Twinkle Moon Happy Melon Sorbet. Das ist auch von der Creme. Und das war ein bisschen besser. Aber der Duft trotzdem. Mir gefällt der Duft nicht. Nee, ich war froh, wo ich die leer hatte. Ich hatte da noch so viel ungefähr und den Rest habe ich dann in die, ja, für die Hände reingemacht, weil es war nicht gerade mein Lieblingsduft. Dann von Isana ein Duschöl. Das habe ich jetzt erst benutzt. Das fand ich gut. Das war auch gerade für trockene Haut sehr gut. Es hat nicht gerade geduftet. So einen leichten Duft, aber das fand ich gut. Das war wirklich gut. Und das hat auch keinen Film hinterlassen. Das war erst mein erster Gedanke, dass es eventuell einen schmierigen Film hinterlässt, aber überhaupt nicht. Und von Inecto ein Duschgel Coconut. Und das war richtig gut. Das hat so geduftet. Oh, das war so gut. Ja, das war super. Das war wirklich gut. Dann Duschpeelings von The Body Shop. Einmal Honig, glaube ich, fand ich nicht gut. So, der Peeling-Effekt war zwar gut, aber der Geruch, boah, pfui, das war so ekelhaft. Ich war froh, wo ich das leer hatte. Der Duft ist so, boah, nee, würde ich mir nie holen. Dann von Isana Sweet and Salty Duschpeeling mit kandierten Orangen und gesalzenen Karamellduft. Das war richtig gut. Also der Duft ist einzigartig.
Oh, das riecht so lecker. Das ist so lecker. Kann ich nur empfehlen, wenn es noch gibt. Guck mal. Und von San Ozon, Duschpeeling Olive. War auch gut. Da hat mir der Duft auch gefallen. Sehr sommerlich. So als würde man am Strand. Ja, das war gut. Das war gut. Dann kommen wir zu den Haaren. Ich muss das Zeug erstmal vorholen. Große Flaschen habe ich einmal von Clisco, eine Sprühspülung. Die nehme ich ja immer, das wisst ihr, finde ich gut. Das brauche ich auch, damit meine Haare nicht so schnell verfitzen. Wobei jetzt dadurch, dass sie kurz sind, geht es eigentlich. Aber trotzdem benutze ich das weiterhin. Das ist top. Immer wieder, das benutze ich schon seit Jahren. Und zwar nicht immer das, aber von Clisco halt. Finde ich gut. Dann von Dove ein Shampoo mit Kokos Reparaturritual mit Kokosduft und Kurkuma fand ich auch gut. Dazu auch die Spülung fand ich auch super. Und von Balea Schönheitsgeheimnisse auch Kokos war auch gut. Fand ich nicht schlecht. Ich bin ja bei Haarprodukten nämlich nicht so gerne so, ja, so aus der Drogerie schon, aber bisschen teurer, weil meine Haare sind sehr empfindlich. Ich will jetzt im Moment verbrauche ich mein komplettes Shampoo und Conditioner, weil ich von Conditioner weg will. Ich will dann nur noch Shampoo und Kuren nehmen und von Conditioner gar nicht mehr. Dann habe ich auch noch ein Shampoo von Yves Rocher benutzt. Das ist für koloriertes Haar, aber es war jetzt so eine kleine, aus dem Adventskalender, glaube ich. Und ich wollte die kleinen Dinge alle weg haben. Aber es ging. Es hat sehr natürlich gerochen. Es war okay. Und dann habe ich auch noch Mini Dinger benutzt von Isana, eine Haarkur, Reparatur-Haarkur war super, genauso von Clisco. Diese waren auch sehr gut, das reicht für mich zweimal, war wirklich top. Auch nochmal von Clisco, diesen beiden waren auch gut, Duft war in Ordnung, sehr gut. Dann Shampoo und Spülung von Rädken. War auch in Ordnung. Duft war auch angenehm, aber ich würde es mir jetzt nicht holen. Das war ja. Dann von L'Oreal nochmal ein Shampoo. Fand ich, glaube ich, nicht so gut. Das habe ich, glaube ich, auch nicht so gut vertragen. Ich habe das auch, glaube ich, zwar ein, zweimal verwendet, aber dann nicht mehr. Nee, würde ich mir nicht holen. Dann ein Conditioner von, weiß ich nicht. Dann ein Conditioner von Pantene Pro V, auch eine Kur. Die war auch sehr gut. Und nochmal ein von Syoss, das fand ich nicht gut. Ich vertrage Syoss nicht mehr so. Da kriege ich Haarausfall davon, deswegen. Dann eine Maske fürs Haar von Aiko. Das war wie so ein Turban. Ja, von Aiko die Maske. Das war wie so ein Turban. Den hat man sich drum gemacht und dann 20, 30 Minuten einwirken lassen. Mit Lavendelöl und ja, einiges noch. Wacholderöl und Basilikum. Das war richtig top. Also das fand ich richtig gut. Meine Haare waren danach so gepflegt und also wirklich richtig erholt. Ich weiß nur nicht, wo es das gibt. Ich habe keine Ahnung. Wenn das jemand weiß, wo man das herkriegt, könnt ihr mir das unten drunter schreiben. Das wäre wirklich gut. Die war wirklich gut, hat mir gefallen. Genauso wie diese Maske von Fructis. Ist halt sehr zeitaufwendig. Ja, aber es gefällt mir. Würde ich mir auch wiederholen, aber ich habe noch
große Pötte da, von daher kommt erstmal nichts. Dann Masken habe ich einige gemacht. Und zwar von Balea eine Peel-Off-Maske. Hat eigentlich gar nichts gebraucht. Die hast du dir drauf gemacht und es ist nichts passiert. Würde ich mir nicht nachholen. Dann von Balea Hydrogel-Gesichtsmaske mit Grüntee-Extrakt und Hyaluron. Die fand ich gut. Die war wirklich gut. Aber was mir nicht so gefallen hat und deswegen würde ich sie nicht kaufen, es war zweigeteilt. Und jedes Mal ist mir das untere runtergerutscht. Würde ich mir also nicht mehr holen. Obwohl die wirklich gut war, aber das zweigeteilte mag ich nicht. Dann von Balea eine Tuchmaske Bifoxy. War in Ordnung, hat etwas Feuchtigkeit gespendet, aber ja, war jetzt nichts Großes. Dann von Balea Du bist bezaubernd mit Kirschblütenextrakt und Mandelöl. War okay, fand ich gut. Nein, das ist von Isana, sehe ich. Entschuldigung. War wirklich gut. Fand ich gut. Dann habe ich von Essentiell, das war so eine große Verpackung. Da ist noch eine leere drin. Da waren, wie viel waren da drin? 5 Masken. Die war gut. Die war gut, aber das Problem war, und ich habe die viel im Sommer benutzt und da bin ich ja etwas braun gewesen, auch ein bisschen im Gesicht. Und jetzt, wo ich heller geworden bin, habe ich die eine Viertelstunde drauf gelassen, habe sie mir abgemacht und man hat die Farbe der Maske gesehen. Also das ist nicht weggegangen. Man hat, das ganze Gesicht hatte so einen ganz mini kleinen rötlichen Effekt. Deswegen würde ich die mir nie wiederholen. Also das war echt der Hammer. Also ich gucke ins Spiegel und sehe, hä, was mit meiner Haut? Habe ich irgendwas nicht vertragen? Nein, die hat abgefärbt. Also seid vorsichtig, die habe ich bei MacGyves geholt. Würde ich nicht mehr holen. Dann von Shadens eine Erdbeermaske. Die war gut, die finde ich sowieso sehr gut. Duft okay, Pflege ist okay, wirklich sehr gut. Das hat meine Haut richtig sanft gemacht und weich, war richtig gut. Dann von Shadens nochmal eine Kokosmaske, die war auch gut. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil auch noch benutzt habe, das werden wir gleich sehen. Dann von Isana einmal Mango und einmal Passionsfrucht-Smoothie, war beides richtig geil. Der Geruch war geil und auch die Pflege war top. Riecht man nichts mehr, aber die war gut. Dann von Real Solution. Kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo es die gibt. Das von, ich weiß nicht, wie heißt denn der Laden? Ich habe keine Ahnung. War auch gut. Hat sehr gut Feuchtigkeit gespendet. Das war eine koreanische Maske. Ja, aber ich weiß nicht, wo es die herkriegt. Es gibt da so einen Laden, ich weiß nicht, wie der heißt. Und den gibt es bei uns nicht. Jedenfalls nicht in der Nähe. Dann von Pure Source Gel Sheet Mask. Grüner Tee war auch richtig gut. Ich weiß nur nicht, wo die, ja, wo es die hergibt. Dann von Isana eine Botanical Mask mit Chiasamen und Brokkoli. Die war gut, die hat mir gefallen. Die habe ich geschenkt bekommen. Dann von Shadens eine Hyaluronmaske. Fand ich auch sehr gut. Von Balea eine Tropical Mask mit Ananas. War auch top. Der Geruch war top, Pflege war top. Tuchmaske von Balea. Blütenzauber war ich nicht so mit. Ja, fand ich nicht so gut. Hat nichts gebracht. War auch relativ trocken. Würde ich mir nicht nochmal nachholen. Tuchmaske von Isana fand ich gut. Mit Papaya-Extrakt und Macadamiaöl. War super. Hier ist der andere Teil von Balea. Die Ananas da oder was das war. Dann von Venus eine Maske.
Ja, musste ich mir nicht holen, war in einem Paket, aber selber müsste ich mir das nicht holen. Dann von Balea eine Tuchmaske Happy Macaroons, die fand ich auch gut. Dann nochmal die Kokosmaske von James. Von Balea Tuchmaske Cool Camel, ja, war wie die Blütenzauber. Ja, es ging schon. Und von Facial Sheet Mask, die fand ich super. Das war mit. Sehe ich nicht mehr. Traube. Ich sehe es nicht mehr. Das habe ich leider abgerissen. Aber es war gut. So, das waren die Masken. Dann Deo habe ich auch dreimal benutzt. Einmal von 8x4. Das fand ich schrecklich. Das war wie ein Männerparfüm. Würde ich mir nicht mehr holen. Orange Blossom, Jasmin und Rose. Würde ich mir nicht mehr holen. Dann Pink Fresh von 8x4. Das fand ich gut. Das war mit Seerose, Dragonfrucht und Pink Apple. Das war gut. Und auch von Adidas. Mit was war das? Steht nicht drauf. Das war, fand ich aber auch gut. Das hat sehr gut geworden. Ja, das fand ich gut. Dann, wenn wir bei Parfüm sind. Also bei Deo machen wir Parfüm gleich. Da habe ich auch einiges leer gemacht. Einmal von Laura Biagiotti. Das fand ich auch gut. Das habe ich auch noch einmal. Aber ist auch schon fast leer. Das war sehr gut, sehr erfrischend, für alltagstauglich. Dann von Betty Barclay. Das war auch sehr gut. Fand ich gut. Dann endlich mal dieses hier leer gegangen. Hier geht leider, hier ist zwar noch was drin, so ein bisschen, aber es kommt nichts mehr raus. Das habe ich schon Jahre, Jahre gehabt. Und es war aber gut, aber es ist endlich leer. Es kommt nichts mehr raus hier. Funktioniert nicht mehr. Dann auch viele Proben. Und noch eins von Bruno Banani. Das war auch sehr gut. Fand ich gut. Halt auch viele Proben. Also ich würde mir mal. Ich wollte eigentlich ja, einen Screenshot von manchen machen. Und zum Beispiel von diesen. Das ist von Hermes Paris. Ich weiß nicht. Das roch so gut. Ich weiß nicht, welches das hier. Ja, das roch richtig frisch, gerade für den Sommer. Das behalte ich mir mal. Das war so, ja, so zittrig. Das war wirklich gut. Dann von Paco Rabanne. Das war in Ordnung. Da müsste ich irgendwo. Nee. Dann nochmal ein kleines. Das war, ich weiß nicht, woher das war. War in Ordnung. Ach, hier von Yves Rocher. Das war auch gut. Dann nochmal von Bulgari oder wie sich die Firma auch nennt. War auch okay, aber. Es ging, es ging. Es hat gut gerochen. Da war auch eine Bodylotion dabei. Die habe ich auch alle gemacht. Aber ich müsste es mir nicht mehr nachkaufen. Dann von Clem Foom. Ich hab so viele Proben. Ja, das war nicht so gut. Das hat mir nicht so gefallen. Dann von Paco Rabanne nochmal. Das ist das Olympia. Sich nicht mehr kommt nichts mehr raus. Keine Ahnung, wie das war. Und von Paco Rabanne nochmal Million. Das weiß ich, hat mir nicht so gut gefallen. Dann ist nochmal fürs Gesicht ein Moisturizer Ampulle leer gegangen, die war auch gut. Wenn wir beim Gesicht sind, habe ich nochmal von Lancaster eine Anti-Aging Rich Cream.
Die war auch gut. Die hat sehr gut Feuchtigkeit gespendet und hat den Ton ein bisschen verfeinert. Das war gut. Dann von Louis Widmer ein Peeling. Hammer. Hammer. Also, das ist aber sehr teuer. Aber es war so gut. Einer der besten Peelings, die ich bisher getestet habe. Also, meine Haut war danach so gut gepflegt. Aber man kann es nur ein, zweimal in der Woche verwenden, weil es wirklich wie Salzkristalle und also so in der Art, es ist kein Salz, aber so richtig Kristalle. Und das ist schon, man muss da aufpassen, dass man die Haut damit nicht noch schädigt. Aber das war wirklich gut. Dann von Louis Widmer nochmal eine Reinigungsmilch, war auch in Ordnung. Von Clarins eine Hydra Serum, das war auch super. Von Yves Rocher eine Creme, war auch in Ordnung. Von Vichy eine Creme, ja, habe ich jetzt alle leer gemacht. Von Ultimoon irgendein Serum, es ging, Geruch war nicht so meins. Biotherm fand ich super. Aber es war, ist halt auch teuer. Aber gerade für trockene Haut ist das richtig gut. Von Yves Rocher nochmal ein Hydrantigel. Hydragel war auch gut. Von, ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Cosmetico. Ein Shampoo nochmal. Ah, würde ich mir nicht kaufen. Baden war ich einmal bei. Von Isana Badekristalle Zeit zum Verwöhnen mit Duft von Orange und Zimt. War auch top. Dann nochmal von Dresdner Essenz Pflegebaden mit Bio-Orange. War auch gut. Dann nochmal so ein Gel von Yves Rocher und von Florena die Tagescreme. Die werde ich mir mal in groß holen. Die war wirklich top. Dann habe ich auch mal benutzt meinen Schwangerschaftsöl, das habe ich jetzt für den Körper genommen. Das habe ich von Veleda. Das hatte ich in mehreren so einen kleinen Probegrößen. Man bekommt ja alles. Das war richtig gut. Also, es hat wirklich gegen Schwangerschaftsstreifen. Ich habe gar keine, gar nichts. Also, man sieht überhaupt nicht, dass ich schwanger war. Und das war eines der Gründe, denke ich mal mit. Kann ich nur empfehlen, wer ein Baby bekommt, sollte das benutzen. Auch wenn ihr kriegt viele Proben und da ist das meistens mit drin. Und ich fand das wirklich gut. Dann habe ich leer gemacht. Ein Micellenwasser von Balea. Ja, finde ich immer wieder gut, wisst ihr. Dann zweimal Augen-Make-up-Entferner von Yves Rocher. Fand ich super, gefällt mir. Oh, die Kiste ist so voll. Dann von Yves Rocher nochmal ein Micellenwasser und von La Roche-Posay ein Micellenwasser, war auch okay. Dann eine Fußbutter von Balea, die fand ich gut. Da fand ich auch die Handcreme und alles gut. Die war richtig top. Und der Duft war auch sehr gut, war wirklich pflegend. Dann von Balea einen Handschaum und ich merke immer wieder, dass ich kein Schaumtyp bin. Es war einfach nur ätzend. Ich habe es gar nicht für die Hände benutzt, einmal und dann für den Körper, aber ich mag das nicht. Schäume, nein. Das Einzige, was ich benutze, ist Rasierschaum, ja. Dann von Balea ein Deo, so ein Deo-Roller, war gut. Von Don Tudent eine Mundspülung war auch okay. Eine Zahncreme von Odol M3 finde ich auch gut. Für das Gesicht von Garnier Skin Active regenerierendes Waschgel mit Honig. Und das war ätzend. Also der Geruch war so ekelhaft. Ich hatte es dann in die Dusche gestellt, dass ich das nicht so rieche. Unter der Dusche immer genommen, würde ich mir nie wiederholen. Also den Duft mochte ich überhaupt nicht. Nee, ist nichts für mich. Nee,
Dann von Betty Barclay nochmal ein Body Mousse. Der Duft war gut. Fand ich wirklich gut, aber ich bin kein Mousse-Typ. Aber der Duft war in Ordnung. Von Yves Rocher ein Peeling in so einer kleinen Variante. Das habe ich mehr fürs Gesicht benutzt. Das war auch gut. Fand ich in Ordnung, aber es kommt nichts mehr. Obwohl noch was drin ist, aber ich krieg, da kommt nichts mehr raus. Das war auch gut. Und von Yves Rocher nochmal ein Cleansing Gel, war auch sehr gut. Also von Yves Rocher die Reinigungsprodukte finde ich wirklich top. Kann ich nicht anders sagen. Dann zweimal nur so Kapseln von Balea und Balea. Einmal Feuchtigkeitskonzentrat und einmal Lift-Effekt-Konzentrat. Ich werde davon jetzt weggehen. Ich werde mir diese nicht mehr nachkaufen. Ich werde mir jetzt größere Flaschen holen, um einfach auch ein bisschen Müll zu sparen und auch Geld. Also ich habe jetzt ein anderes momentan. Ich nehme zurzeit Diaderma und das ist richtig gut. Das ist so etwas orange, aber es verfärbt die Haut nicht. Aber es pflegt die Haut sehr gut und da werde ich auch dabei bleiben. Also werde ich mir solche nicht mehr nachkaufen. Dann wollte ich mal zeigen, was mein Sohn benutzt hat. Und zwar von Hip ein Waschgel. Das fand ich richtig gut. Der Duft war gut. Ich habe das auch als Bodylotion noch. Aber das hat mir gefallen. Und es war wirklich für ihn ja, sehr sanft und hat auch nicht gebrannt in den Augen. Wobei er ja nicht viel Haare hat. Es kommen jetzt langsam ein bisschen Locken. Aber das fand ich gut. Hip. Finde ich gut. So, dann aussortiert habe ich eine Mascara. Das soll eine Mascara sein, die die Wimpern verlängert. Von Four Long Lashes. Ich werde sie weg. Weil, guckt euch mal. Seht ihr das? Die schmiert so sehr. Das geht bis oben hin. Und es ist einfach nur ein Geschmiere, das ist ekelhaft. Das werde ich auch nicht ins Aufgebraucht mit bei meinem Make-up machen, das werde ich wegschmeißen. Das ist widerlich, also weg damit. Genauso so ein Cushion-Dings da, Eyeliner von Catrice, ist getrocknet, kommt gar nichts mehr. Gott sei Dank habe ich mir die nicht gekauft, sondern nur in Paketen. Und von Essence Eyebrow Gel, das fand ich eigentlich ganz gut, aber das ist auch ausgetrocknet, also man sieht überhaupt nichts mehr. Wenn ich das jetzt hier auf die Hand nehme und hier sieht man das und wenn ich es verschmiere, sieht man gar nichts mehr, das ist sinnlos. Ja, ist wie eine Creme oder so, das kommt auch weg. Was ich aufgebraucht habe an Make-up werde ich wohl Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr. Aber ich denke, Ende des Jahres werde ich das zeigen. So, jetzt kommen wir zur Verlosung. Und zwar konntet ihr ja eine Kleinigkeit gewinnen. Und zwar von Yves Rocher, das Vanille. Von Essence, Metal Shock. Von Essence nochmal hier ein Lipgloss. Und eine Maske von Facial Sheet. Wo war das? Wie heißt denn der Laden? Ich komme nicht drauf. Glaubt ihr? Action. Jetzt weiß ich's. Action. Ah, den haben wir leider nicht in der Nähe. Schade. Ich würde dort gerne nochmal hingehen. Da habe ich gerne mal ein Knoblauchöl geholt und das war so intensiv. Das war richtig gut. So, also ihr habt gesehen, was ihr gewinnen könnt, nicht gewonnen habt. Es haben ja nur 3 mitgemacht und ich habe hier euch in so eine Zettel und wir werden jetzt mal schauen. Habe ich eine Dose? Nein, habe ich nicht. So, ich habe hier in der Hand und werde mir jetzt eins nehmen, das hier, und gewonnen hat Chiquita's Blaze
Meldest du dich bitte bei mir über Instagram? Da heiße ich Christine Schaffrath oder über Facebook. Ja, und wir tauschen dann, also nicht tauschen, du gibst mir deine Adresse und ich schicke dir das zu. Für die, die leider nicht gewonnen haben, es gibt nochmal irgendwann eine Verlosung, wenn das nächste aufgebraucht kommt. Ich habe schon vieles zurückgelegt für euch. Und ja, seid nicht traurig. Melde dich bitte, Chiquita. Chiquitas Place. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.